europäischen Wochen Passau sind ein Glanzlicht im bayerischen Festspieljahr und ein Höhepunkt im oberösterreichischen und im böhmischen Kulturkalender. Sie als Intendant und Geschäftsführer der europäischen Wochen haben allen Grund darauf, stolz zu sein. Sie haben den Gedanken einer Festspielregion verwirklicht. Die europäischen Wochen finden nicht nur an einem einzigen Ort statt, nein, sie binden eine ganze Region als Veranstaltungsraum mit ein. Die europäischen Wochen sind mit über 60 Veranstaltungen in rund 20 Veranstaltungsorten in Ostbayern, Oberösterreich und Böhmen ein volksverbindendes Kulturereignis. Sie geben international renommierten und regional bekannten Künstlern eine Plattform. Der Europagedanke prägt ihr Programm. Sie verstehen ihre Kulturwochen als grenzüberschreitendes Festival in vielfacher Hinsicht. Es geht ihnen darum, europäische Kultur in all ihrer Schönheit und in allen ihren Facetten zu präsentieren. Und zwar nicht nur den Bürgern Passaus und des weiten Umlands, sondern auch vielen auswärtigen Gästen, die immer wieder dazu anreisen. Sie schaffen kulturelle Begegnungen zwischen den Menschen aus Ost und West. Sehr geehrter Herr Baumgart, ich bin überzeugt, das Zusammenwachsen der Menschen in Europa braucht nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern es braucht ganz besonders auch Kultur, Kunst und damit verbundene menschliche Begegnungen. Dazu leisten Sie einen herausragenden Beitrag. Und dafür möchte ich Ihnen heute Dank sagen. Ich verleihe Ihnen hiermit die Europamedaille der Bayerischen Staatskanzlei als Zeichen der Anerkennung für Ihre herausragenden Leistungen.